Ja, und ich dachte mir doch schon halber, dass der komplette Turm jetzt aktiviert ist. Finde ich sehr cool. Das gibt diesem ganzen... Oh Gott, das geht... Das geht ein bisschen weiter runter, als ich dachte. Whoops. Ich dachte, es landet da unten, aber ich wäre eh nicht gut drauf gelandet. Das war irgendwie sehr, sehr blöd. Okay. Probieren wir das nochmal. Wo kommen wir denn jetzt raus? Wahrscheinlich in Majula. Ne, da oben, okay. Das war dann bloß früher in Dark Souls 1 so. So, und dann riskiere ich es mal und töte ihn. Ja toll, jetzt bin ich wieder untot. Na gut, macht eh keinen großen Unterschied, würde ich sagen. Jetzt bin ich da halt im Bauchbereich ein bisschen grün statt... menschenfarblich, aber egal. Passt vielleicht eh besser. Keine Ahnung. Unheilvoller Vogelring. Was? Weil wir so ein Vogelring. Unheilvoller Ring von mir aus, aber Vogelring? Hier. Ring des Verräters Reim. Verringert den Ausdauerverlust beim Blocken mit dem Schild. Oh, der flinke Schwertkämpfer Reim diente König Wendrick. Bewertete sein Leben nach seinem Rücktritt aber neu und wurde als tapferer Krieger wiedergeboren. Das ist natürlich ein cooler Ring. Vor allem gegen, ja, ich sag jetzt mal, Kämpfer mit Lanzen. Die bekommen dann ja noch weniger abgezogen, wenn sie mit dem Schild blocken. Ja, toll. Ich töte ihn jetzt einfach mal. Oder sie dann wahrscheinlich eher. Ist ja dann wahrscheinlich diese Aschebraut. Seele der Aschebraut, Nadalia. Jetzt haben wir schon zwei davon. Dann wird es wahrscheinlich bloß sechs von diesen Typen geben, gehe ich jetzt mal davon aus. Ach, guck mal, Havel. Ist natürlich auch cool. So, damit haben wir das. Und die Frage ist jetzt, es gibt jetzt so viel zu erkunden hier theoretisch nochmal. An sich müssen wir jetzt diesen kompletten Turm nochmal abgehen. Ich gehe jetzt einfach nochmal ins Obergeschoss und gucke mich da ein bisschen um. Weil ich weiß jetzt halt auch nicht, was alles jetzt aktiviert wurde. Aber es ist cool. Dass es halt nicht nur dieser kleine Teil aktiviert wurde, sondern wirklich dieses komplette... dieser komplette Turm. Achso, das war... okay, ich verstehe. Ich weiß wieder, wo ich bin. Den Weg habe ich irgendwie auch noch nicht gefunden. Dort drüber, ich weiß auch nicht wirklich, wo das sein soll. Ging es da nicht noch irgendwie raus? Ach, hier. Okay, was haben wir denn hier? Ach, okay, guck mal, jetzt kommen wir da nämlich rüber. Oh Gott. Okay, die bewegen sich schon ziemlich weit. Damit muss man halt rechnen. Okay, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Wahrscheinlich in den Raum, den ich gerade angesprochen habe. Beziehungsweise in den Raum mit einem verdammt großen Typen. Oh je. Ah. Was leuchtet da so komisch dort hinten? Und wieso leuchtet er so komisch? Heilt er sich? Nee. Warum leuchtet er dann so komisch? Irgendwas kommt aus diesen Türen raus. Ah, verdammt, das ist so ein Asche. So ein Aschegötze. Aber scheint nicht zu heilen. Oh je, ah, okay, Glück gehabt. Wie gesagt, keine Ahnung, was das macht, aber es ist keine Heilung. Vielleicht so eine Art Schutzzauber oder sowas? Ja, das ist Feuer immer. Na komm, ein bisschen Ausdauer, danke. Ja, natürlich kann er treten, das ist... Jeder Gegner kann treten und es sieht meist bei den meisten immer so furchtbar blöd aus. Vielleicht auch Immunität gegen Zauber oder so irgendwas. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll, dass... Da die ganze Zeit Zauber angewandt werden, aber wie gesagt, es scheint ja... Zumindest kann, wenn dann keine Star... Oh doch, es scheint ein bisschen eine Heilung zu sein. Vor allem über die Zeit, wenn man es mal ein bisschen durchlaufen lässt. Wenn man ihm immer wieder Schaden macht, dann ist es nicht so schlimm. Ah, Mist. Oh, der Typ hält aber dadurch schon einiges aus. Ja, nee, also wie gesagt, das ist okay. Jetzt sehe ich's. Das ist viel zu krass. Was zum... Woher sollte man denn da wissen, dass es da gleich runtergeht?
Okay, gut. Weiß ich das jetzt auch? Dann verschwende ich da jetzt keine 10 Tränke bei dem Kampf gegen den Typen. Sondern hauen gleich um. Also indem ich gleich den Aschegötzen umhau. Na toll, da will ich nicht raus. Da will ich raus. Und danach gehen wir dann weiter nach unten. Weil wie gesagt, ich will ja auch so ein bisschen alles von diesem Turm so mitbekommen. Und da es jetzt hier so viel gibt. Also ich werde das wahrscheinlich nicht alles erkunden, weil das... Es gibt, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel zu erkunden. Das war es dann, glaube ich, größtenteils schon. Also klar hat man sicherlich noch ein oder zwei Gebiete hier so immer mal wieder. Aber nicht so viel. So, Tür auf. Dann bitte diesmal nicht runterfallen. Ja, das Schmerzerkeit bitte benutzen. Und tschüss. Das ist ja nämlich echt mies, das... Toll, jetzt komme ich hier nicht mal raus. Achso, und jetzt bugge ich hier gerade fest, weil ich die Tür schließen wollte. Wieder. Wie blöd ist das denn? Na gut, okay, ich habe jetzt die Seele. Ich komme hier nicht mal raus. Das Problem ist halt, dass er durch Türen hauen kann. Jetzt komme ich raus. Okay, danke. Und jetzt sollte der, glaube ich, nicht mehr das Problem sein. Ich hatte ihn ja beinahe schon tot ohne das. Also mit der Heilung. Von dem her, die Typen sind echt nicht so schwierig. Wenn man mal ein bisschen kapiert, wie sie funktionieren. Es ist halt dieselbe Taktik. Eigentlich immer schnell hinter ihn kommen. Ein bisschen Ausdauer lassen, damit man auch schnell wegkommt. Und wenn er sich nicht heilt, dann, ja, dann ist alles in Ordnung. Vor allem, wenn man immer ein bisschen Ausdauer übrig hat. Das könnte sogar reichen. Ja, sehr schön. Feuerdrakenstein, gut. Schön, schön. Dann gucken wir mal auf den, bei den anderen Sachen. Wieso stehen hier einfach bloß 4 Kisten rum? Ja gut, und noch ein paar zerstört. Ich habe keine Ahnung, was ist hier? Wäre natürlich ein bisschen ein blödes Ratespiel gewesen. Du sollst die Tür nicht zu... Gut. Titanitscherbe brauche ich... Hör auf, diese Tür auf und zu zu machen. Na gut, ich muss sie eh wieder öffnen. Breitschwert plus 7. Und... Versteinerte etwas. Das wurde mir übrigens auch geschrieben, dass das versteinerte etwas dazu gut ist, um es einzutauschen. Danke übrigens auch dafür. Flammenschmetterling, aber ich habe auch nachgeguckt, gegen was man es eintauschen kann. Und es waren auch nicht so gute Sachen dabei. Oh. Oho. Titanitbrocken dreimal und Titanitscholle. Schön. Die bringt mir jetzt nur leider gerade nichts mehr, weil ich jetzt meinen Helm eingetauscht habe. Das heißt, dass am Anfang diese Seelen, die ich da ausgegeben habe, die waren ein bisschen unnötig. Aber konnte mir ja nicht ahnen, dass ich da jetzt gleich mit der neuen Rüstung ankomme. Ich hätte mich einfach kurz hinsetzen können ans Lagerfeuer und dann wieder zurück. Dann hätte ich auch schon gewusst, ob es da irgendwas Neues gibt. Okay, damit haben wir den Bereich abgeschlossen. Schön. Dann können wir hier wieder drauf. Waren wir da unten schon mal? Ja, der Trank war ein bisschen unnötig, egal. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Das war ein bisschen knapp. Ach ja, guck mal, das war hier. Gut, aber wie gesagt, ich glaube, dass es nicht allzu viel mehr hier zu entdecken gibt unbedingt. Außer das da, aber die Frage ist, wo führt mich das dann hin? Bringt mir das überhaupt irgendwo hin? Ich gehe mal drauf, ohne zu sterben. Ach, das bringt mich dann hier runter. Okay. Gut, also sollte ich jetzt irgendwas übersehen haben, dann, meine Güte, dann ist es halt so. Das ist ja eben noch verschlossen. Ja, da habe ich eben noch keinen Schlüssel dafür. Da hinten in diesen Turm weiß ich auch noch nicht, wie ich da reingehen kann oder soll. Keine Ahnung. Vielleicht sehe ich da später noch eine Möglichkeit. Und jetzt, denke ich, gehen wir nochmal einen ganzen Schritt weiter nach unten. Oh ja, und zwar einen ganzen Schritt weiter. Auf den Kopf dieser riesengroßen Statue. Also das gefällt mir schon sehr. Also dieser Turm an sich hat mir schon sehr gefallen. Aber dass man den jetzt komplett aktiviert hat. Und dann komplett eigentlich von oben bis nach unten nochmal alles absuchen konnte. Oh Gott, das sind Dutzende von diesen Statuen. Wollte er sich da eine Riesenarmee erstellen? Oder wie? Also eine Armee aus Riesen tatsächlich? Oder wie? Verschlossen, na toll.
weiß es nicht. Das da unten sieht so ein bisschen aus wie die Kühlung, weil da Wasser durchläuft. Das Wasser ist zwar ein bisschen arg eklig animiert, sage ich mal, aus das soll Staub darstellen. Ich weiß es nicht, was es darstellen soll. Staub wäre okay, Wasser wäre arg eklig animiert. Du willst da nicht ins Feuer gehen. Ihr seid irgendwie so viele. Da gehe ich mal da raus aufs Schlacht... Ich habe gesagt, du willst da nicht reinrennen. Dann gehe ich mal da raus aufs Schlachtfeld. Nur so einer? Okay. Mit dir komme ich klar. Ich habe mit was Schlimmerem gerechnet. Dass hinter mir die Tür zugeht und dass dann ein Boss kommt. Das war eigentlich die Einstellung. Au. Was war das denn? Ach so, wieder so ein Typ, der sich hochgejagt hat. Oh Gott, okay, zwei Stück. Das ist dann gar nicht mehr so witzig. Nee, das ist überhaupt nicht... Wow, vor allem hat der einen Morgenstern. Nee, das ist nicht mal nicht witzig. Das ist sogar vollkommen unmöglich. Also so an sich, wenn man das jetzt so angeht. Natürlich, wenn ich jetzt... Ist gerade richtig laut gewesen. Wenn ich jetzt den einen zuerst töte und dann den anderen, dann geht es natürlich wieder. Aber die Frage ist irgendwie, da schien es ja auch nicht zwingend weiterzugehen. Deswegen bin ich da jetzt irgendwie gerade noch so ein bisschen gespannt, was mir das dann bringt, wenn ich beide mal töte. Vielleicht gibt es da unten dann irgendwie einen Schlüssel. Muss es ja. Ansonsten habe ich echt keine Ahnung, wo es weitergehen soll. Ah, es ärgert mich jetzt echt ein bisschen, dass ich den Ring noch nicht auswählen kann. Naja, gut. Okay, der muss ein bisschen näher kommen. Egal, meine Seelen sind mir gerade egal, sind eh bloß 2000. Aber ich darf auf keinen Fall... Oh Gott, ich darf auf keinen Fall runterfallen. Das wäre vielleicht auch so eine Sache. Aber ich darf auf keinen Fall weiter nach hinten gehen. Hätte ich mir fast schon denken können, weil der Bereich wäre viel zu groß gewesen für bloß einen. Wenn man gesehen hat, in was für kleinen Bereichen die normalerweise kommen. Okay, da zuckt er extrem lange zusammen. Okay, gut, tot. Das war fast schon perfekt, würde ich sagen. Kann der andere jetzt kommen und den kann ich wahrscheinlich schon angreifen, während er sich ausgräbt. Schade, ja, so ein bisschen. Minimal also. Wow. Ich weiß es halt nur nicht, wie dem seine Angriffe aussehen. Könnten schneller sein. Schneller und weitreichender. Ja, sind sie, glaube ich, auch so ein bisschen. Das Problem ist halt, ich kann mich da nicht zwingend zurückziehen, weil sich da jederzeit wieder einer sprengen könnte. Aber er ist ab und zu ein bisschen langsamer. Ah, oh Mann. Bin ich nicht mal so schnell genug weggekommen. Okay, das war verdammt knapp. Kann er auch kombinieren, verdammt. Ah, zuckt er zwar zusammen, aber ich habe keine Ausdauer mehr. Aber in den nächsten paar Schlägen sollte er tot sein. Ja. Okay. Haben wir die beiden eliminiert? Und die Frage ist halt echt, wo es hier lang geht. Turmschlüssel, okay, dachte ich mir. Halber. Lesen wir nochmal den Turmschlüssel. Öffnet die Tür zum Nebelturm. Naja, wir sind im Nebelturm. Ein Schlüssel, der die Tür zum Nebelturm aufsperrt. Vor vielen, vielen Jahren wurde im Turm schier unermessliche Eisenmengen hergestellt. Der König erschuf daraus Eisensoldaten und ein Eisenschloss. Der Legende zufolge strebt er sogar an, einen Drachen aus Eisen zu erschaffen. Oh nein! Tut doch nicht immer so einen Scheiß. Ein schlafender Drache, ein Eisendrache, oh je. In dem dritten DLC kommt dann der Frostwurm persönlich, oder wie? Oh je, Skeptiker Gewürz. Verwelktes Dämmerungskraut. Titanitbrocken, schön. Also nicht mehr so schön, weil es bringt mir... Hi! Oh, glitzerndes Titanit, das bringt mir einiges. Okay, du bist aber bloß wieder der mit der Keule. Das ist ja eigentlich noch irgendwie der einfachere von beiden, weil die klumpiger ist. Wenn man sich natürlich treffen lässt, dann tut sie trotzdem weh. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen Fersengeld geben hier. Zwei Tränke waren vielleicht ein bisschen... Nee, waren eigentlich nicht übertrieben, denke ich. Also minimal. Es... Okay, gut. Da hätte ich ihn jetzt natürlich super treffen können, aber im nächsten Schlag wäre ich dann tot gewesen. Das wollte ich nicht riskieren. Vor allem, wenn dann wieder so eine Trefferfolge kommt. Man kann dem eigentlich auch ganz gut ausrollen, also durch Rollen ausweichen.
Ah, da muss es ja wirklich in dieser, das in dieser Rüstkammer dort unten weitergehen. Hm. Aber dann wurde das Eisenschloss erst gebaut, nachdem er hier fertig war. Finde ich interessant, weil das bedeutet ja dann, dass er nicht vom Eisenschloss aus operiert hat. Sondern irgendwo zuerst gewohnt hat, sage ich mal, dann diese Region erobert hat und dann erst das Eisenschloss gebaut hat. Sah halt nicht zwingend so aus von der Reihenfolge her. Hätte ich zumindest jetzt nicht so erwartet. So, damit müsste es jetzt da drüben wahrscheinlich weitergehen. War zwar jetzt ein netter kleiner Ausflug dort nach hinten, aber mehr hat es eigentlich auch nicht gebracht. Turmschlüssel benutzt, sehr schön.